Und damit herzlich willkommen zurück in Finchis Welt zu Part 74 der FIFA 16 Trainerkarriere. Mein Handy ist immer noch an. So. Wahnsinn, 74 Parts schon und wir sind am Ende der Transferphase, der Wintertransferphase zur zweiten Saison. Guckt euch das mal, was wir gekauft haben. Meine Güte, ist das krank. Hauptsache, wir haben über 200 Millionen ausgegeben. Okay, wir simulieren diesen Krempel ja schnell zu Ende und gucken dann mal, gegen wen wir als nächstes spielen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es Bundesliga ist oder Liverpool verhandelt mit Juventus Turin über Pogba-Wechsel. Liverpool. Euer Ernst. Naja. Okay, so, weiter. Schnell, schnell. Gladbach hat keine Spieler gekauft. Alle kein Geld hier, ey. Meine Güte. Dortmund hat ja ein paar gekauft. Heinen, Paulista und Ambrose. Hören sich ein bisschen an wie Wrestler. Paulista. Egal. Und Ambrose. Es gibt ja, glaube ich, Dean Ambrosi oder sowas, ne? Keine Ahnung. Ich bin. Und Leverkusen verpflichtet Romelu Lukaku. Ernsthaft jetzt? Das ist doch total. Na gut, okay. Finde ich cool, aber. Okay, wir haben auch 109 Millionen eingenommen. Hab ich gerade gesehen. So, und damit ist das Transferfenster wieder beendet und wir haben hier Trainingsverletzung. Douglas Costa, für 6 Tage wird er ausfallen. Okay, kann man verschmerzen. Und wir haben eine Nachricht. Danke, Chef, dass ich mir die Mannschaft aufgenommen habe. Ich muss hier stehen, blablabla. Alles klärchen, Popierchen. Unser nächstes Spiel gegen den HSV. Eieiei. Und danach direkt Pokal gegen Wolfsburg. Nationaltrainer-Offerte Schottland. Ablehnen. Bestätigen. Monatsbericht Jugendmannschaft. Gucken wir mal kurz rein. Okay, das ist ja meine Mannschaft, die ich halt habe. Die pushe ich eh nicht, von daher ignoriere ich das. Und wir spielen jetzt gegen... Und wir sind... Tabellenführer, ja, yeah, sehr geil. Wir gucken uns mal gerade die Tabelle an. Wie viele Punkte und Tore und so ein Gedöns. Okay, wir haben natürlich eine Bombentordifferenz von 39 Toren plus. Unfassbar. 18 und 16 haben Wolfsburg und Dortmund im Plus. Ja, punktgleich sind wir. Aber ich denke, damit werden wir jetzt gegen Hamburg noch gewinnen. Und Dortmund verliert vielleicht nochmal oder Wolfsburg, dann sind wir schon... Haben wir schon ein gutes, na, ich will nicht sagen Polster, aber haben eine gute Ausgangsposition. Pokal sieht auch sehr gut aus gegen Wolfsburg und danach haben wir nur noch Karlsruhe. Ich glaube Frankfurt, ja Frankfurt. Ich glaube natürlich ist Frankfurt. Darmstadt, Hamburg, Hoffenheim und Stuttgart. Das heißt, wenn wir Wolfsburg jetzt raushauen, haben wir eigentlich nur noch machbare Gegner. Also in Anführungszeichen. Natürlich kann es immer passieren. Wir erinnern uns an die letzte Saison, wo ich in der ersten Runde sofort rausgeflogen bin gegen Hannover 96. Dann, was haben wir hier noch? Den Asian Elite Cup, den haben wir gewonnen nach Elfmeterschießen. Copa Europa haben wir gewonnen. Genau, der Super Cup quasi, der europäische, den haben wir auch gewonnen. Champions Cup sind wir, wo sind wir? Da, im Achtelfinale gegen Neapel. Oh, sehr schön, hatten wir letzte Saison auch. Müssten wir weghauen. Mal gucken, was danach dann kommt, weil das wird ja, glaube ich, jedes Mal neu ausgelost, ne? Hier ist noch alles mit dabei. Wolfsburg ist mit dabei. Chelsea, Real Madrid, Tottenham, Juventus, Turin, Manchester United, Zenit, Barcelona, Atletico, Porto, Bayer Leverkusen, Man City. Alter Falter, das ist ein Achtelfinale. Alle Achtung, das wird sehr interessant werden. Aber nichtsdestotrotz spielen wir heute erstmal gegen Hamburg und spielen da Problem selbst beheben. Was haben wir denn da? Genau, Costa ist verletzt. Dann darf Ribéry dafür rein. Ja. Okay, lassen wir so. Und ich würde sagen, speichern. Das war jetzt eigentlich ziemlich Banane, weil wir es sowieso nochmal einstellen können. Ah, egal. Spielen. Eingestellt haben wir es ja gerade. Aber ich könnte noch ein bisschen durchrotieren, ne? Damit wir danach gegen Wolfsburg alle fit haben. Wobei, es sind eigentlich noch alle fit. Das machen wir später. Wir versuchen jetzt mal Hamburg so richtig wegzuhauen hier. Und spielen. Bis gleich im Stadion. Oh, bestes Hamburg-Wetter im Volksparkstadion. Ich weiß, wie gesagt, ich kenne viele Stadien, aber ich kenne tatsächlich bei weitem nicht alle. Ist es das Stadion von Hamburg? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, beim Hamburger SV spielen wir heute im Schnee. Sehr geil. Ich hasse es, im Schnee zu spielen. Ich sehe den Ball dann nie. Aber ich habe auch nie Bock, da den roten oder orangen Ball einzustellen. Von daher muss ich jetzt halt irgendwie durch.
Sollte aber trotzdem kein Problem sein, wir überspringen das Ganze sofort. Wir haben eben schon lange noch rumgeplänkelt, ihr wollt das Spiel sehen. Und wir starten sofort und gehen natürlich gegen Hamburg auf sehr offensiv. Wir hauen die jetzt hier voll weg. Ach verdammt, ich wollte ja eigentlich auf Legende mal hochstellen, ne? Ja, mal gucken. Wollte ich das machen? Eigentlich ja nicht. Ich weiß es immer noch nicht so genau, Leute. Was war das? Okay, Bale muss es selber machen. Alter. Krass. Das war ein Bömmchen. Da haben die Hamburger Glück gehabt gerade. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht hier... Ah, okay. Philipp Lahm, passt auf. Einwurf für uns. Groß. Der kann auch mal von hier hin schießen, wenn er sich den Ball nicht abnehmen lassen. What the fuck? Vidal. Sonst tritt sie doch auch einfach immer um. Okay. Puh. Wir sollten vielleicht doch ein bisschen defensiver gehen. Zumindest nur so offensiv und nicht sehr offensiv. Okay. Da oben ist Vidal. Bale geht schon mal. Bale. What the fuck, wie schnell der ist. In der Mitte kommt Lewandowski. Da unten wäre Eden Hazard gewesen. Ich wollte aber auch Lewandowski. Verdammte Scheiße. Okay, Groß. Auf Lewandowski. Ja, komm schon. Kann doch nicht so schwer sein. Bin mal gespannt, was mein PC mittlerweile sagt, denn wie ihr ja schon öfters mitbekommen habt, habe ich ein arges PC-Problem. Das Ding stürzt mittlerweile immer mal wieder ab. Ich kann nicht lokalisieren, dass es nur beim Aufnehmen abstürzt oder nur beim Rendern. Es stürzt halt willkürlich mal irgendwie ab. Beim Aufnehmen, das ist immer am ärgerlichsten. Beim... Philipp Lahm setzt sich da schön durch. In der Mitte ist Bale. Und... Bam, Junge! 1:0! Gareth Bale mit dem Zöpfchen hat das gemacht. Scheiße, diese Jubel sind so blöd, ey. Ja, wie gesagt, mein PC-Problem. Ja, schön mit links angenommen, mit rechts reingeballert, das Ding. Zack. Okay, geil. 1:0 für uns. So muss es sein. Er stürzt halt einfach willkürlich irgendwie ab. Sei es beim Rendern, beim Aufnehmen oder sonst. Beim Aufnehmen nervt es halt immer sehr, weil dann entweder muss ich neu aufnehmen, bei FIFA zum Beispiel. Da kann ich halt nach jedem Spiel speichern, nach jeder Partie. Und da geht das noch, da hält sich das in Grenzen. Das nervt zwar ein bisschen, weil ich einfach neu spielen muss, aber ärgerlich ist es halt zum Beispiel bei Dark Souls, wenn ich da was Krasses geschafft habe und mittendrin kackt das Ding einfach ab. Das war kacke. Oder halt bei Uncharted, wenn dann irgendwie so ein cooler Story-Part einfach fehlt oder kaputt ist oder sowas. Das nervt. Lewandowski! Naja, ich habe auf jeden Fall mittlerweile angefangen, ein bisschen den PC aufzurüsten. Beziehungsweise, ich nenne es mal wieder gesund zu rüsten. Wow! Scheiße, habt ihr das gesehen? Wie geil war das denn? No! Junge, 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 Junge! Ist klar. Holtby. Direkt abgekauft da. Oder sich nur auf der Bank versauen. Okay, sehr schön. So. Ja, ich habe angefangen, ich habe es ja mitbekommen, ich habe meine Lüfter damals erneuert, weil ich dachte, das Ding wird zu warm. Das war nicht der Fall anscheinend. Ich meine, es war zu warm, jetzt ist es um einige Grad kühler, aber das war nicht das Problem. Dann habe ich gedacht, die Festplatte ist es. Beziehungsweise, ich denke jetzt immer noch, die Festplatte war es, weil meine Festplatte war einfach gut. Hä? Hä?
Meine Festplatte hat er nämlich einen weg. Okay, Liverpool-Transfer bestätigt. 65 Millionen. Krasser Shit. David Alaba, lohnt sich nicht von hinten selber drauf zu ballern. Macht keinen Sinn. Shit. Da hätte ich mehr draus machen müssen. Egal. Die Festplatte hat nämlich einen Sektorfehler irgendwie. Und kann natürlich sein, ich hoffe, dass es jetzt einfach daran liegt, dass sobald das Ding irgendwie über diesen Sektor drüber kommt, der Rechner, egal bei was, dass er dann einfach dann sagt, nö, da habe ich keinen Bock drauf, das ist kaputt, ich stürze jetzt ab. Deswegen habe ich eine neue Festplatte bestellt, die ich jetzt nach dem Urlaub, nach unserem Sommerurlaub, eingebaut habe. Und ich habe jetzt, das war auch ganz gut eigentlich, weil ich hatte vorher 200 GB oder sowas. Natürlich, wenn man viel mit YouTube hier hantiert und so, dann ist das sehr schnell aufgebraucht, diese 200 GB. Beziehungsweise sehr schnell voll. Boah, groß, ey, Mann, das konnte man doch schon vornherein sehen. Alter. Mach bitte Halbzeit jetzt hier. Zum Glück habe ich nicht krass rumgewechselt. Ich mach mal hier defensiv im Moment. Okay. Halbzeit, wunderbar. Ich wollte jetzt sagen, ach so genau, und ich habe jetzt 1 Terabyte und das ist schon um einiges angenehmer, dann brauche ich nicht andauernd die Sachen zu löschen und sowas. Ich musste bisher wirklich immer, wenn ich, wir machen sofort weiter, wenn ich irgendwas aufgenommen habe und habe, keine Ahnung, 4-5 Parts FIFA gehabt, 1-2-3 Dark Souls oder sowas und hatte dann noch 1-2 andere Videos, dann war die Festplatte immer voll. Dann musste ich da jede Menge, dann musste ich das bearbeiten, um dann löschen zu können. Okay. Ach shit. Hazard, ey, meine Güte. Um es dann löschen zu können, musste ich es halt bearbeiten, blablabla. Das heißt, es war immer so ein bisschen, ich war immer unter Zeitdruck, mehr oder weniger. Weil jetzt kann ich auch mal sagen, ach, ich habe 8 FIFA-Parts schon hochgeladen und hätte ja noch 5 zum Bearbeiten, kannst du später machen, hast du noch Zeit mit. Und das war halt ein bisschen nervig, deswegen war es gar nicht so verkehrt, einfach eine neue Festplatte zu holen. Und wenn das natürlich jetzt noch mein Problem behebt, Lewandowski mit beinahe dem 2:0 vorbei. Ja. Ich habe jetzt eine schöne Ecke hier. Ah, fuck. Hazard kann man von hier hinten schießen. Hand. Fuck, ey. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt mal beobachten, was das Ding hier macht. So, bisher habe ich noch nichts aufgenommen. Ich habe nur gestern einiges bearbeitet oder vorgestern, habe das Ganze gerendert, hochgeladen, beim Skype nebenbei und sowas. Hat es funktioniert, dann lief das Ding einwandfrei, hat aber auch vorher oft genug funktioniert. Also war es nicht so, dass das Ding da wirklich bei jedes Mal abgestürzt ist. Und mal gucken, wie es sich jetzt mal aufnehmen verhält, weil ich ja jetzt quasi... No. Oh Gott. Okay, ich muss wechseln hier. Irgendwas, das bringt zunächst irgendwas. Irgendwie ist der Wurm heute drin. Groß ist sowieso irgendwie zu langsam. Dafür kommt Kimmich mal rein. Sanchez kommt mal für Müller. Der kann sich da vorne besser durchtanken. Und Coman kommt für Hazard. Ja. So sollten wir doch noch ein Türchen erzielen können gleich. Sobald wir diese Ecke hier abgewehrt haben. Ruhig, Leute, ey. Joshua Kimmich, statt sein. Hat auch die Haare ab, habe ich gestern gesehen. Wie Mario Götze. Ach Gott, was lasst ihr euch denn heute hier so einfach den Ball abnehmen, Leute? Seid ihr irgendwie besoffen oder was? Alter, schon wieder so weit den Ball versprungen. Was ist denn hier los? Ihr wollt unbedingt, dass ich hier unentschieden gegen Hamburg spiele, ne? Aber nicht mit mir, das kann man vergessen. Nicht mit Finchi Ancelotti. So, jetzt. Lewandowski. Ah,
Alter, wieso spiele ich den Ball nicht hoch? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Warten, ey. Okay, Sanchez hat den Ball mal. Zu weit. Verdammt, ey, heute klappt echt nichts, ne? Abschlag. Ne, Freistoß? Warum? War das, das war doch kein Abseits, oder? Macht mich fertig, Leute. Wollte ich das hier gegen Hamburg schön locker runterspielen. Da oben ist Sanchez frei. Sehr schön. Und da! Verdammt! Warum nicht? Philipp Lahm. So. Ich hatte ja, ich glaube beim letzten Mal, die Daumen angesprochen und hatte gesagt, dass ich es okay finde, wenn jemand so eine Kritik da, Müll, Lewandowski, du Stück Kacke, du hast verkauft. Jetzt aber. Das halt, ich es okay finde, wenn jemand Kritik auf die Blablabla, habe ich alles gesagt beim letzten Mal. Hat sich auch nichts dran geändert, meiner Meinung. Aber dann ist mir nochmal das eingefallen mit dem, gerade eben ist mir eingefallen mit dem. Oh Gott, was denn jetzt? Ich habe doch da gepasst, das wäre ein Vorteil gewesen. Lass das doch einfach laufen mal. Dass ich halt sowieso, so viele haben auch geschrieben, dass ich halt sowieso so hoch gewinne. Darum geht es, genau. Dass ich sowieso immer gewinne und blablabla. Aber es stimmt ja gar nicht. Klar, die letzten Spiele habe ich immer gewonnen, dominiert. Aber trotzdem bin ich in der Liga nicht mit Abstand vorne, was ja eigentlich so sein müsste, ne? Wenn ich so jetzt hier mal das ganze Ding ruhig zu Ende spiele. Nach vorne ist nicht nach da, ey. Wie es mir auf die Nüsse geht hier. Ja, natürlich. Er lässt sich fallen und kriegt einen Freistoß dafür. Und ich wette, der geht jetzt rein. Nur kurz am Ende ist immer so. Hundertprozentig. Das Spiel der Eiskönig. So, den hauen wir schön nach vorne. Halt doch ab, ey. Wir sind schon eine halbe Stunde drüber. Ja klar, die Ecke gibt da auch noch. Dann muss er ja. Sag mal, pfeif's doch mal ab, ey. Ist das euer Scheiß Ernst jetzt? Aha. Guckt euch das mal an, ey. 8 Minuten Nachspielzeit. Okay, knappe Kiste, wie gesagt, und das ist ja nun nicht so, dass ich in der Liga hier dominiere oder so, sondern es ist eine knappe Kiste da vorne, genau wie dieses Spiel hier gerade. Und deswegen eigentlich, keine Ahnung. Das wollte ich nur mal sagen. So, wir haben 1-0 gewonnen gegen Hamburg, das reicht vollkommen aus. Philipp Lahm, Bewertung mit 7,5 und damit der Topspieler, da sieht man schon, wie schlecht dieses Spiel eigentlich war. Okay, manchmal ist es einfach ein Krampf. So wie heute. Spielentwicklung machen wir noch gerade eben. Wir laden. Geben hier mal Gas mit den dreien. Sanchez hat da gut Punkte gemacht wieder. Unglaublich. Okay, Training beenden. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal spielen wir dann gegen Wolfsburg. Wir machen aber noch gerade eben die Pressekonferenz, bevor ich die vergesse. FC Bayern motivieren. So. Und dann beim nächsten Mal spielen wir gegen den VfL Wolfsburg im
DFB-Pokal. Sehr geil, da freue ich mich drauf. Bis dann, tschüss.